Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Sound Mind. Ja, letzte Folge waren wir hier noch in den Lagerräumen, beziehungsweise in der Verlagerrampe und ich wollte gerade die Karte aufmachen, in dem Lagerraum hier drüben und haben die letzten zwei Puppen gefunden, die wir brauchen für das Puppenhaus. Wir haben auch einige Jumpscares erlebt. Leider. So. Wo haben wir denn hier? Dead. Beim Feuer. Macht hier Geräusche. Beim Feuer. Wo haben wir denn Feuer? Oh, warte mal. Das hier ist die Küche, oder? Müssen wir die Mutter da nochmal hinsetzen. Beim Feuer. Ach so, wahrscheinlich wird dann hier der Papa und die Tochter. Crash. Unglück hier wahrscheinlich, ne? Okay. Das war der Tag. Sie zog den Spiegel am Schminktisch ihrer Mutter aus den Halterungen. Der Geschmack von Blut und Lippenstift blieb in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Okay. Uff. Da werden wir noch nicht reingehen, denn mir fehlt noch irgendwas. Kann das sein? Ein Spiegel fehlt mir noch. Sehen wir alle anderen Quests auch noch irgendwo? Oder sehen wir da wirklich alle Quests? Weil dann sind wir soweit durch. Das ist sie. Steht da links unten. Also. Wir können ja nochmal durchgehen. Müssen wir mal Batterien holen oder was zu essen, weil wir sind ja doch ziemlich low. Aber ansonsten sind wir hier, glaube ich, durch. Glaube ich. So, das ist das hier. Ich dachte kurz, können wir was aufnehmen. Munition können wir sowieso nicht mitnehmen, weil wir uns die Waffe leider nicht gebaut haben. Ein bisschen schade ist. Hier war nix. Bei den Kassen. So, was tue ich denn? Ich gehe hier noch rum. Lalalala, wo ist sie denn? Huch, ist da gerade. Du bist da gerade durch die Gegend geflogen. Oder geschwoben, geschwebt. Geschwebbert. So, 15 AP, dankeschön. Oh, wirklich? Möchte ich sehen, dass du hier wieder zurückkommst. Glaube ich eher weniger, mehr nochmal hingehen. Hoffe ich. Zu healen haben wir hier eh nichts mehr. Auch wenn es auch schön wäre. Es tut mir leid. Die haben wir eh mitgenommen, die Batterien. Hier haben wir nochmal Batterien. Die können wir noch mitnehmen. Lagerraum ist jetzt verschlossen mittlerweile. Ach, Alter. Sieht aus wie eine Figur. Haben wir einen Scheinwerfer? Haben wir hier noch was zu essen? Nein, noch eine Batterie. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ja, ich glaube, jetzt sind wir soweit durch. Da drin waren wir ja gerade eben. Genauso wie hier. Hier könnte eventuell noch was sein. Da haben wir noch nicht so genau geguckt. Oh.
ist der Nebel. Hier ist nichts, ne. Hier ist auch nichts mehr, oder? Nö. Ich gehe noch mal ganz kurz darüber. Munition können wir eh nicht mitnehmen. Na gut. Auch Munition können wir eh nicht mitnehmen. Ja, ist ja gut. Ist sehr gut. So, haben wir hier noch was zu essen gehabt? Ich glaube nämlich nicht, ne? Telefon haben wir hier noch. Das Fax yourself. Oh. Okay, was war das gerade? Das war strange. Aber eigentlich sind wir soweit durch. Ich glaube, ich habe ein paar Soundbugs, kann das sein? So, Munition können wir wieder nicht mitnehmen. Na gut, dann gehen wir mal rein. Die gute Stube. Oder durch den Tunnel halt. So, Teebauklotz. Sehr gut. Da ist der Tunnel, wo wir hergekommen sind. Hier geht's noch lang. Batterie. Ja, ist sehr gut. Haarbauklotz. E-Bauklotz. Ein D-Bauklotz haben wir da. Ein A-Bauklotz haben wir hier. Batterie haben wir da. Hier kamen wir rauf. Oder? Nee, da kommen wir nicht rauf. Ganz komische Schleier, ne? Hier sind wir keine Items mehr, leider. Noch den Spiegel. Okay. Ist hier noch mehr? Die Balance natürlich kaputt machen. Da hinten sind auch einige. Weiß nicht, ob sie dann sauer wird oder. Was ist mit dem Teddy los? Uiuiui. Ich glaube, wir haben ja alles. Noch nicht ganz. Hä? Was war das? Da kommen wir nicht rauf. Batterien, okay. Da ist der Teddybär. Ah, okay, wir müssen nicht durchlaufen, wir können auf einmal E drücken. Haben uns alle zerstört? Weiß ich nicht, ob das was bringt, aber... Ich bin gern so ein Unmensch. Hier fährt das Ding lang. Damit können wir eh nicht interagieren. Oh. Na gut. Was ist denn mit Teddy los? Okay, nee, ich glaube, wir haben hier alles. Ich glaube, wir haben hier alles. H-A-T-E-D. I can put something in here. D. Eigentlich können wir hier anfangen. H-A-T-E und D. This seems correct, but something with the reflection is wrong.
hated. Oh. Ich sehe schon. Na, verkehrt rum. H-A-T-E-O-D. Nein! Komm da nicht ran an den. Weiß nicht, ob das was bringt. Das ist der Ball. Okay. Ich wollte das noch durchlesen. Kann man noch? Oh. She wanted to die. Sie wollte sterben. Nur jemand so selbstsüchtiges wie du würde versuchen, ihr das wegzunehmen. Ich sehe mit Freude, dass es dir nicht gelang. Okay. Okay. Gut. Quest abgeschlossen. Spiegeln, Spiegeln an der Wand, der Errungenschaft freigeschaltet. Gehe nach Hause. Ich denke, Virginia wäre capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Da ist die Tür. Und von da an Neuland. Das kenne ich noch nicht. Was danach passiert. Tornmann, Virginia. I think I'm ready now. We can talk about the scars. My face. If you'd like, yes. I appreciate you not asking me about them. I mean, I do see you looking at them. Everyone does all the time anyway. I'm listening. Okay. Sie kann nun über ihre quasi Narben im Gesicht reden. Oh. There's nothing down there. Verdammt. Das war doof. Echt so unfähig bin zu springen. So. When I was a kid, my mom, she used to sign me up for like Little Miss whatever the hell, you know, like these beauty pageants. For this one, I was practicing at home and I was in the bathroom just playing with like some of my mom's makeup and then I sorry. Take your time. Okay, sie hat also mit dem Make-up ihrer Mutter rumgespielt. Just slipped. I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Out. To the pageant, to school. Everywhere, with a busted up face and stitches. Oh. Ich hab grad gehört, ne? I just slipped. Ja, I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred.
Okay. Okay, quasi der Spiegel ist auf sie draufgefallen. Und sie hat den Narben davon getragen. Viele Narben. Jeder hat sie angesehen. Hör dir Virginias Tonband an. Perfekt. Haben wir abgeschlossen. Dann würde ich an der Stelle mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier weiter im Büro. Und ja, bis dahin, macht's gut da rein. Ich bin raus und ciao, ciao.